Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Quantum Conundrum hier in Shinobi's Playground. Ich bin der Meinung, ich war schon an einem anderen Ort bei der letzten Aufnahme, aber das ist so lange her, dass ich das leider nicht mehr weiß. Deswegen gucke ich mich einfach mal. Splendid. It seems as if the power is starting to come back online. As I still haven't been able to figure out how to get out of here, you'll have to make it to the next generator. You can access the next wing of the manor and the power grid sector by heading up the stairs there. Ah, das wollte ich gerade sagen, gucken, wo ich hin muss. Also, wir müssen eine Treppe rauf, das ist dann wohl hier. Hopefully it won't be too much trouble to access the next generator. Ja, das hoffe ich auch. Then perhaps I can find a way out of here. This is getting rather ridiculous. Ja, dann mal gucken, was jetzt auf uns zukommt. Ich bin der Meinung, bei dem nächsten Rätsel hatte ich in der letzten Aufnahme einige Probleme und bin da halt nicht mehr weitergekommen. Mach mal die hier Tür auf, da ist doch hier den schon betätigt. Na, geht doch. Unsere Saves werden die Sonne verdunkeln. In case you were wondering about the pneumatic transportation tubes around the manor, they are filled with the same science juice that is in all the IDS batteries. I was able to extract the base material for the science juice from a undisclosed biological source. Ich will gar nicht wissen, was für eine biologische Quelle das war. Aber irgendwie kommt mir das ja alles nicht bekannt vor. Ich bin der Meinung, ich bin das letzte Mal woanders lang gegangen. Oh. Nein, Tür zu. Oh, ich glaube, ich muss schnell weg hier. Lauf, 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 lauf. Nein! Du wirst niemals realisieren, dass deine Kleidung völlig aus der Mode ist. Da kann ich mir Schlimmeres vorstellen. Aber ich bin der Meinung, das mit dem Fliehen ist schon mal richtig. Nur nicht runterspringen. Nicht runterspringen. Ah, if only you could see the look on your face right now. Ich würde das aber nicht gerne sehen, danke. I hope that you've been able to glean that the time in this next dimension is protracted, causing everything to move in slow motion. Ach, echt? Außer mir selber natürlich wieder. Ich hoffe, jetzt fliegt gerade nichts Tödliches auf mich zu. Er sagt bloß, ich soll da jetzt rüberspringen. Das ist ein Scherz. Ich guck erstmal, ob es einen anderen Weg gibt. Nein. Sieht schlecht aus. Like a pan-dimensional bunny rabbit, hopping across a landscape of quantum fields. Ah, eine andere Idee. Vielleicht kann ich da drauf springen, wenn das gleich wieder rauskommt. Ah, nee. Da ist es ja noch nicht verlangsamt. Ich soll jetzt ernsthaft da irgendwie rüberklettern. Oh mein Gott. Und das, wo ich so gut im Jump'n'Run bin, bin ich gar nicht. Ich werde ja hier schon wieder verrecken, an der Stelle. Oh. Das ging schneller, als ich dachte. Ich werde niemals Brusthaare bekommen. Ja. Like a pan dimension. WTF? Ich bin noch nicht mal gesprungen und trotzdem fliege ich daneben. Du wirst niemals bezüglich deiner Steuern lügen, das habe ich auch schon gehabt. Das dauert jetzt sowieso, ich gucke nochmal. Nee, hier gibt es aber wirklich nichts anderes. Ich glaube nicht, dass man darüber springen muss, jetzt ernsthaft. Like a pan-dimensional bunny rabbit, hopping across a landscape of quantum fields.
alt genug werden, um... Warte, gleich erinnere ich mich wieder. Jetzt muss ich die nächste Phase sowieso abwarten, aber bevor ich da irgendwie unten am Rumfummeln bin, was dann sowieso nicht schaffe, sterbe ich lieber direkt und warte hier ein bisschen. Na komm. Like a pan-dimensional. Nein. Billige Möbel zum Selbstbauen kaufen. Oh, ich dachte gerade, ich bin schon gesprungen. Ich frage mich echt, wie ich das machen soll. Like a pan-dimensional bunny rabbit, hopping across a landscape. Nein. Sah ja schon mal nicht schlecht aus für den Anfang. Aber, naja, auch nicht gut. Das ist fies, diese Dinger sind so klein und so ein riesen Zwischenräume dazwischen. Und man hat jetzt nicht wirklich so die mega Kontrolle über die Sprünge. Like a pan-dimensional bunny rabbit, hopping across a landscape of quantum fields. Wow, wie poetisch, ja, total. Meine Fresse. Ich guck jetzt mal, was ich hier auf der Seite machen kann. Ja, das scheint nicht besonders schnell hier zu gehen gerade. Ja. Und ich brauche wohl die schwere Dimension, das heißt, ich muss jetzt wirklich hier schon wieder springen. Dann kotz! Es wird Zeit, dass man die Dimension selber bestimmen kann. Das ist echt nervig, wenn man das nicht selber wechseln kann gerade. Dauert ja alles ewig hier. Hätte ich noch ein bisschen länger warten müssen. Du wirst niemals eine Villa besitzen, das hatte ich auch schon mal. Not entirely sure where Desmond is in this area. Sometimes the act of slowing things down can reveal the correct path. Wow. Ich bin fast gepurzelt worden. Na komm, ein bisschen schneller kann die Türe aufgehen. So, du kommst jetzt mal weg hier. Da drauf. Was habe ich jetzt eigentlich hier aktiviert? Ach, die Tür. Schön. Sieh nur, wie ich da drüben wieder rüberkomme. Na, vielleicht reicht dein Sprung einfach. Boah, gerade noch so eben. Nein, nein, nein. Oh. Gerade noch so geschafft. Achso, das Bild. The first building raised on quadrangle land wasn't much to look at. Wie süß. But I can assure you, the pipework was something impressive. Far ahead of its time. Ja, das klingt ja beruhigend.
besonders groß war das Ding trotzdem nicht. Over the years, the Quadrangles expanded their living quarters. Though I should add that at this point, no one in the family had been exposed to any significant quantities of radiation. Have I mentioned that the manor requires a lot of ventilation? Careful, the blades are rather sharp. Genau im falschen Moment schnell geworden gerade, aber Gott sei Dank wurde ich nicht zerfetzt. Well, it's probably not the best location for you, but sadly it's rather unavoidable. Oh. Glücklicherweise bin ich im richtigen Moment runtergefallen. Ich hoffe, ich musste runter und nicht hoch. Hallo! What a disappointing hiding spot. Ich schätze. Ich mach's einfach mal, dass ich darauf fliege. Vielleicht muss ich ja. Step off now! Wow. Alter Fahrstuhl. Hä? Ich steck fest. Mist. Gut, damit beende ich jetzt diese Folge. Ich steck fest, muss dann ab dem letzten Speicherpunkt neu einsteigen. Und dann sieht man sich in der nächsten Folge wieder. Bis dann und bye bye.